Ist ziemlich unsortiert. Es ist Dann müssen aber wir die so, Statistik jetzt mit dem definitiv Sieg. nach dem 15. Februar nicht. Ach so. Alles, was Ja, davor können war, wir die habe ich Statistik. keine Statistiken. Dann können wir ja mit einem Sieg in die Statistik starten. Ach, jetzt geht der Perk auch mal an. Das ist ja super. Ja, weil eben war bei keinem passt der Perk irgendwie mal an. Die spielen wieder anderen Stil hier. Ja, die spielen halt ein bisschen hektischer. Wir dürfen uns aber davon jetzt nicht wieder anstecken lassen. Und dann. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Ja. Starkes Tackling hier. Martin läuft mit Ball einfach durch mich durch. Ich hatte keine Chance. Immer schön die Ruhe bewahren. Direkt Schön. gespielt, dann geht es. Oh, schade. Oh, shit. Gedrückt war's gleich. Und jetzt ist der Ball geklärt. Bei mir leuchtet oben die Kirmes. Die Football Friends greifen über außen an, da wäre Platz. Der Ball kommt. Ganz stark angekommen Boah. vom Torhüter. Oh, kannst du schön spielen. Sie führen die Ecke kurz aus. Am 16er. Ja, könnte was werden. Stark. Nein. Sauber. Boah. Da holen sie die Führung. Es hat man gespürt. Versuchen alles und dann haben sie Ja, das ist halt Pech. diese Schüsse vom 16er Rand. Man kann die halt so schwer, die sind so schwer zu Ah, oh, unterbinden. schade. Da, ja. Ist egal, lässt er dann ist da der Held drauf. Nee, also ich habe das bisschen rumgeforscht. Das wird sogar von den Pro-Spielern bemängelt. Dass dieses Sp kannst du einfach nicht verteidigen. Kannst du stehen, wo du willst. Die Football Friends mit einem Angriff. Stark. Den Schön. Zweikampf führt er sehr gut. Oh, Oh, das kann sein, das kann aber auch mal pfeifen. Schönes Bein stehen lassen, der Sack. Oh, ich hab gedrückt, ey. Da war vielleicht besser, dass nichts das passiert ist. Zeit. Günni, komm du nach hinten. Ja, Martin ich nach hab's hinten. gemolkt. Kurz gespielt. Genau, dreh dich noch 17 Mal im Kreis, bevor du den Ball spielst. Das hat ein Hehl. Das sieht vielversprechend aus. Und da Schade. gibt's jetzt den Einwurf. Komm. Sie könnten jetzt flanken. Ja, Flanke Ja, der ist geil. Jawohl. Stark. Da hat sie einen wunderbaren Volley ausgepackt. Ich bin Arschloch. Mal zum Ball gelaufen, haben reingeschossen. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut. Jetzt haben wir sie irritiert. Damit haben sie nicht Sie gerechnet. sind jetzt also in Führung. Ich glaube, die sind ziemlich gut. Eigentlich. So, was machen Sie draus? Die Chance. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Na, wenn er von da schon schießen muss, dann haben wir ja eigentlich richtig gemacht. Naja, die wollen in diese Ecken und dann die Distanzschüsse reinmachen. Ja, da müssen der Oberkorn und der Martin das halt wegverteidigen. Da verlieren Sie den Ball. Die Football Friends greifen an. Weil der Bot da. Ui. Jawohl. Nimm alles zurück, was ich sagen Ja, wollte. Das hat der super gemacht. Jetzt wieder damit rausgehen. wir Wird man gehen nicht mit klein. die Ecke kommt in der die Ecke. lange. Jawohl. Ja, ihr müsst da, die Kleinen müssen da früher ein bisschen raus, weil die an der 16, an die 16er Kante Oh, laufen. lauf doch! Den Ja, du kriegst hast du. ihn. Schön. Tolles Tor. Absolut. Weltklasse. Überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen
und dann auch nutzen. Klasse. Die gehen jetzt raus, ich hab keinen Bock mehr. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, so tolle Technik. Drin ist der Ball, unhaltbar. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Bisschen mehr bewegen, Oberkorn. Du stehst immer da und guckst dir das Ganze an. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ist beim Einwurf ein bisschen mehr bewegen. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Ach, oh, Mann, so jawohl, ja. Guter Pass jetzt. Oh, schade. Spiele, der Günni steht am Zweiten. Ecke kommt der 16er. Da passt er auf und kann klären. Sie bringen den Ball nicht. Jawohl. Ja, jawohl. Stark, jawohl. Geiles Ding. Ganz starke Szene. Sauber. Hatte Theo von den Mindy die Anlauf. Ich wollte schon sagen, ey, das ist den Rücken und dann kommt von hinten der Theo, du angeflitzt. Mit dem langen Ofenrohr. Mit seinem wehenden Haar. Wehendem Barthaar. Da angesagt. Das eine. Das eine. Aber 30 cm lang. Das ist jetzt natürlich einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ja, wobei ich fand jetzt den Pass schon wieder einen Ticken zu früh in die Offensive gespielt. Da hätte man nochmal eine Runde hinten umdrehen können. Naja, wenn, ja, wenn der Ball da hingekommen wäre, wo Theo ihn hinhaben wollte, und ich stand ja wirklich frei, dann wäre es ja gut gewesen. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung, guten Abend. Versperrtung. Entschuldigung für den hohen Ball gerade. Der war natürlich wieder utopisch. Ja, so schlecht war der gar nicht. Ein bisschen länger. Ich bin noch an den Abwehrspieler gerempelt. Vielleicht wäre ich sonst an dem vorbeigekommen. Nee. Zurück. Der Tipp übrigens von einem der Top-Stürmer war: RB, LB und Y drücken. Das sind so halb hochgelupfte Durchsteckerpässe und die werden overpowered in dem Spiel. Lernen wir jetzt einfach mal drei Tasten auf einmal zu drücken. Genau. Das ist aber overpowered. Schön. Mitten. So, jetzt nehmen wir diese erste Hälfte als Beispiel für alles Gute. Und dann gucken wir uns, dann schneiden wir Adi nur die erste Hälfte und dann gucken wir uns den ganzen Tag nur die erste Hälfte vom Spiel an. Einfach weil es so schön war. Na, was ist denn mit euch kaputt? 3-0. Aber das heißt ja nichts bei uns, von daher. Wir haben heute mal die Controller angemacht nach der Katastrophe von Montag. Haben wir gedacht, wir spielen. Wir haben eine andere Taktik. Das hat zusammen der Tor, das ist auch schlecht von denen. Das ist sehr kontraproduktiv, solche Aussagen. Ihr müsst aber auch dem Dennis dann erklären, was sich für ihn taktisch alles ändert. Positionsspiel und so weiter. Achso, ich muss halten, höher stehen, ja? Nee, die Linie halten. Nein. Du musst dich auch mit in die Angriffe einschalten. Ja, du musst tiefer stehen, aber nicht für die Angriffe mit einschalten. Ah. Und gleichzeitig den Ball halten. Ja. Und die Linie. Und im Abseitsspiel. Ja. Hä? Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Okay. Der war gerade selbst auf Wasser werden. Ja, stolz auf euch. Ah, ja. Oh, scheiße, der sollte doch durch. Der Lederhengst ist stolz auf uns. Ja, nach der Katastrophe von Montag ist es echt schön. Und one? Geht damit voll im Einsatz zum Ball. Geil. Oh, scheiße. Oh, warte doch. Guter Zweikampf da, wird Ecke geben. Jetzt der Eckball. Schöner Kopf. Oh. Schöne Ecke. Ganz viel Pech. Hallo. Geht's weiter, ja. Machen Sie nicht gut jetzt.
Und jetzt ein Zweikampf. Oh, Pech. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Aber jetzt ist der Ball weg, da machen sie nichts. Ist das eng vorm 16er? Die haben ja gar keine Luft zum Atmen da. Ach, da ist doch so viel Platz, ey. Schön. Der Martin, das ist einfach so eine Klasse für sich, ey. Ich dachte, er wäre für uns, ey. Linker Verteidiger ist ja wieder nicht da. Der hat noch Urlaub. Oder U-Haft, also ist nicht ganz sicher. Okay. Irgendwas mit U war es, ne? Ja. Ah, sorry. Schritt raus. Ach Bord, wo willst du denn hin? Hey, das will mal hin. Oi! Oi! Wonderful! Ein hoher Ball von Martin. Mit. Aber wie kommt's jetzt, dass die neue Aufstellung auf einmal existent ist? Also mein Pass sollte auf den Günni gehen. Ich Montag kurz irgendwie 10 Spiele, 8 Niederlagen, 2 Unentschieden, kein einziger Sieg. Ich war dabei. Und nur überleg mal, was zu ändern. Aber Theo rechts anstatt links ist sehr ungewohnt. Aber der Theo spielt lieber rechts als links. Okay. Das findet sich alles noch. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da kommt die Flanke. Also von euch aus gesehen rechts. Von mir aus gesehen ist das links. Wir da neben sagt immer was zu machen. Schön. Die Wurst greifen an jetzt. Schön. Ja, das lag an der Orange. Ich dachte, das wäre Martin. Worauf ich hinaus wollte, ist, das ist genau das, was wir die ganze Zeit nicht geschafft haben. Diese zweiten Bälle abzufangen. Jetzt zweimal der Ball vom Gegner geblockt und zweimal haben wir die direkt wieder gehabt. Schön. Okay. Der Torwart. Die Football-Friends haben den Ball verloren. Ja, aber das ist das, wo ich immer sage, dass diese Aufstellung in der Beziehung eine Rolle spielt, weil nämlich wo er dich positioniert bei solchen Bällen. Ja. Bei solchen ruhenden Bällen. Einer muss dann anlaufen. Ja, wenn du da 3 ZDMs hast, dann stehst du woanders. Ja. Ich schon weg. Ja. Für den Moment ist es besser. Okay. Na schön. Jawohl. Ach, bleibt der stehen. Ich hab. Den hat der schöne Ingo. Da ärgern sie sich. Ball verloren. Ui. Rot. Hass. Wer war's? Nee, keiner von uns. Keiner von uns. Gegner. Den Arni weggesäbelt. Ich bin bei Arni auf dem Ribbel mal. Schön. Noch. Mann. Hat. Schade. Das wird jetzt Abschluss geben. Jetzt ist wieder ganz schön am Rauschen. Ja. Ich weiß nicht bei wem, aber es rauscht ganz schön. Es ist ganz schön laut. Weg. Ist alles frei. Gerausche weg. Ja, guter Pass. Das ist eher so windmäßig. Ja. Ventilator. Wenn ich noch einmal diese Ausrede höre, da komme ich bei Ihnen persönlich vorbei. Bau das Ding ab und installiere es an die Klimaanlage. Oh ja. Oh bitte. Bitte. Ja, was? Ich spiele unter dem Dach. Dann geht doch in den Keller, so wie Günni.
Echt. Nimmst du den Lederhengst mit, der freut sich. Stark. Mach. Oh. Schade. So, jetzt. Jetzt sitzt aber auch, hat's aber auch ins Tor drin. Wenn ich schon mal dabei kurz überlegt. Ihr müsst euch ein bisschen aufziehen, da ist ein bisschen durcheinander. Ich bin hier ein bisschen. Ich muss den Dennis jetzt so leiten, dass ich muss ein bisschen leiser stellen, dann ist echt anstrengend. Ja, das hat da ja, das tut mir echt klein, aber das ist so laut im Ohr, das tut echt weh. Also diese ist doch schon aus. Weg! Ich hasse Flat. Der Flatulenzen. Lederhengst setzt jetzt erstmal seine Maske auf.